Sie sind guter Dinge, die Frauen von Balangar in Gambia. Ein Boot mit Außenbordmotor bringt sie zu ihrer Arbeitsstätte, einem Reisfeld auf der anderen Seite des großen Flusses. Dort werden sie die Ernte einbringen. Und das Geld, das sie dabei verdienen, wird ihr eigenes sein. Es geht ihnen heute wirklich besser als noch vor 10, 12 Jahren. Das verdanken sie in erster Linie einer Form der Entwicklungshilfe, die wir in diesem Film vorstellen wollen. In Gambia erarbeiten die Frauen 80% der Reisproduktion. Warum das so ist, lässt sich mit wenigen Worten erklären. Die Rollen von Mann und Frau sind starr festgelegt. Zu den Aufgaben der Frau gehört es, für volle Kochtöpfe zu sorgen. Und Reis ist das Hauptnahrungsmittel in Gambia. Hier sieht man ihn gelb und reif hinter den Bäumen und Sträuchern am Ufer. Er wird teils in den Flussniederungen angebaut, teils auf höher gelegenen Feldern. Gambia, das kleinste Land Afrikas, ist nur halb so groß wie Hessen. Es erstreckt sich als 450 Kilometer langer und nur 50 Kilometer breiter Landstreifen auf beiden Seiten des Gambia-Flusses. Brücken gibt es nicht. Wer von einem Ufer ans andere will und kein Boot hat, ist auf diese Fähre angewiesen. Die Fähre pendelt zwischen Yelitenda und Banbatenda. Sie befördert nicht nur Gambier von hüben nach drüben, sie ist auch Bestandteil der Transitstrecke von Nordsenegal nach Südsenegal und umgekehrt. Gambia liegt als Enklave mitten in Senegal. Eines der wundersamen Ergebnisse kolonialer Landaufteilung. Zusammen mit Lastwagen, die nach Dakar unterwegs sind, kommen wir am nördlichen Flussufer an. Wir wollen zunächst herausfinden, was es mit der Rollenverteilung zwischen Mann und Frau auf sich hat. Da ist die Sache mit den Erdnüssen. Sie sind Gambias Devisenbringer Nummer 1. Ihr Anbau wird deshalb von der Regierung großzügig gefördert. Die Vermarktung der Erdnüsse auf genossenschaftlicher Basis garantiert den Erzeugern ein regelmäßiges Einkommen. Zuständig für die Erdnussproduktion sind ausschließlich die Männer. Sie leiten diesen Anspruch aus der Vergangenheit her, aus den Tagen der Kolonialzeit, als sich das so eingespielt hat. Erdnüsse für den Export gibt es also in Hülle und Fülle. Wenn ihr Weltmarktpreis auch schwankt, wie bei allen Cash-Crop-Produkten, die Erdnüsse decken 80% des gambischen Exporterlöses. Bevor die Erdnüsse zur Weiterverarbeitung in die Fabrik gehen, werden sie in solchen Maschinen gesäubert. Dreck und Steine müssen entfernt werden. Die Industrie stellt hohe Ansprüche. Unser Bericht über die gambischen Frauen hat zwangsläufig mit den Männern begonnen. Um die Situation der Frauen zu verstehen und den Stellenwert des Hilfsansatzes zu begreifen, muss man die soziokulturellen Hintergründe kennen. Dreh- und Angelpunkt ist das islamische Rollenverständnis, das dem Mann eine Vorrangstellung sichert. Wie die Frau dabei abschneidet, werden wir noch sehen. Zuvor ein kurzer Blick auf den Weg, den die Erdnüsse nehmen, wenn sie die Dörfer verlassen haben. Per Schiff oder Lastwagen gelangen sie in die Fabrik, wo sie für den Export aufbereitet oder weiterverarbeitet werden. Die Arbeitsplätze im Erdnussbetrieb sind, wie könnte es anders sein, Männern vorbehalten. Gawal, Gawal, Gawal.
Gawal, Sampal. Kack. Tick. Patrick. Noch mal. Vor Hunger doch. Ja. Kack. Wie die Erdnusssaison vorüber ist, können sich die Männer guten Gewissens der Muse hingeben. Sie haben ihre Pflicht getan. Hier wird nicht um Bares gezockt und Alkohol trinken sie als Moslems auch nicht. Was immer die Männer mit ihrem Verdienst anfangen, eines ist sicher, in den Haushalt stecken sie kaum Geld, denn der ist Frauensache. Während wir uns mit den gambischen Männern und ihren Erdnüssen beschäftigt haben, sind die Frauen von Balangar zu ihrem Reisfeld gefahren, 5 Kilometer quer über den Fluss. Das Boot, das sie zu diesem entlegenen Ort befördert, gehört zum Entwicklungsprojekt. Ohne Boot bliebe das Nutzland auf dieser Flussseite für die Frauen vom gegenüberliegenden Ufer unerreichbar. Also, dass die Frauen zusätzlich kultivierbare Bodenflächen erreichen, ist Bestandteil des Hilfsansatzes. Die Felder in Dorfnähe werden nämlich für die Erdnussproduktion genutzt. Diese Sicheln sind eigens für die Frauen geschmiedet worden, auch im Rahmen des Projekts. Früher schnitten sie jede Rispe einzeln mit dem Küchenmesser vom Halm. Der Entwicklungshilfeansatz, über den wir berichten, trägt der Rolle der Frau in der gambischen Gesellschaft in besonderer Weise Rechnung. Sie hat alles herbeizuschaffen, was zum Kochen und Essen benötigt wird. Auch für die Kinder ist sie verantwortlich. Vor allem, um die Lebensbedingungen der Frauen zu verbessern, beteiligt sich die Deutsche Welthungerhilfe seit 1979 an einem Projekt der Hilfe zur Selbsthilfe. Ihre gambische Partnerorganisation heißt Freedom from Hunger Campaign, Kampagne gegen den Hunger. Fernziel des Unternehmens ist die Selbstversorgung des Landes mit Reis. Noch kann Gambia erst die Hälfte des Reisbedarfs aus der eigenen Produktion decken. Doch es gibt, dank der Hilfe durch das Entwicklungsprojekt, schon eine Anzahl Dörfer, die keinen Reis mehr zu kaufen brauchen. Ihre Bewohner können von dem leben, was sie selbst anbauen und ernten. Die Frauen von Balangar haben den Reis über den Fluss zu ihrem Dorf gebracht. Die Überfahrt hat eine halbe Stunde gedauert. Als sie noch kein Boot hatten, mussten sie zu Fuß zu weit entfernten Feldern auf ihrer Flussseite laufen. Bis zu 6 Stunden hin und wieder zurück. Durch Sümpfe in Ufernähe, ein Kind auf dem Rücken, die Arbeitsgeräte oder die Ernte auf dem Kopf. Heute schleppen die Frauen den Reis nur noch ein paar Meter vom Boot zum Dreschplatz. Fürs Dreschen stehen einfache Maschinen bereit, die von Hand betrieben werden. Die Dreschmaschinen sind, wie das Boot und die Sicheln, Hilfsmittel, die die Arbeit erleichtern. Die Zeit, die die Frauen dadurch gewinnen, können sie vielfältig nutzen. Sie können zum Beispiel in einem Gemeinschaftsgarten Gemüse anbauen. Dass sie das wirklich tun, werden wir noch sehen. Die Maschinen sind made in Gambia. Musterstücke angepasster, im Lande gefertigter Technologie. Dorfschmiede haben in einem Ausbildungskurs gelernt, wie man sie herstellt. Auch dies im Rahmen des Entwicklungsprojekts.
Bevor die Mitarbeiter der deutschen Welthungerhilfe hierher kamen, haben die Frauen den Reis mit dem Stößel im Mörser gedroschen. In den Dörfern Gambias haben sich die Frauen immer schon zusammengesetzt, um gemeinsam Lösungen für ihre Notlagen zu suchen. Diesen Umstand machen sich die Helfer zunutze. In solchen Versammlungen sprechen sie mit den Frauen über mögliche Hilfsmaßnahmen. Geld spielt dabei natürlich eine große Rolle. Ein Kreditprogramm sorgt dafür, dass die Frauen Bargeld in die Hand bekommen für notwendige Anschaffungen. Die Kredite müssen, das versteht sich, zurückgezahlt werden. Ja. Niente. Niente. Versammlungen von Frauen, Geldscheine in Frauenhand, auch wenn als Unterschrift der Daumenabdruck genügen muss, weil die Zeit noch nicht ausreichte für die Teilnahme an einem Lese- und Schreibkurs. Die gambischen Männer blicken argwöhnisch auf diese Entwicklung. Nicht überall freilich haben die Frauen schon den Reisdrescher vom Dorfschmied vor der Tür. Dann muss man zunächst jedenfalls so weitermachen, wie gambische Frauen immer schon die Körner aus den Spelzen brachten, mit Stößel und Mörser. Das Wasser für den Reis kocht, die Beilagen sind in Arbeit. Fische aus dem Gambia-Fluss als Eiweißzutat und Vitamine aus dem Gemeinschaftsgarten oder vom Markt. Die Frauen haben, wenn sie die Mahlzeit für die Familie vorbereiten, viele Stunden harte Arbeit hinter sich. Den Reis haben sie eigenhändig gesät, umgepflanzt und geerntet. Sie haben ihn gedroschen, einige mit der Maschine, die meisten so, wie es in Afrika noch die Regel ist. Die Rollenverteilung bei den Moslems weist nun mal den Frauen den Bärenanteil der Tagesarbeit zu. Das ist in Gambia nicht anders als in Mali oder im Sudan. Nur hier können wir es ungehindert zeigen. Für die Frauen am Gambia-Fluss sind nämlich die Fernsehleute aus Deutschland keine Eindringlinge, die sich in Familienangelegenheiten einmischen. Man sieht uns vielmehr als Verbündete, die dabei helfen wollen, die Neuerungen auch den Männern schmackhaft zu machen. Und vielleicht können Frauen in anderen Ländern ja auch das eine oder andere von den Gambierinnen lernen. Sie haben sich jedenfalls gern zur Mitarbeit bereit erklärt. Der Reis ist in einer halben Stunde gar. Die Eiweißfische und das Vitamingemüse nebenan ebenfalls. Die Herren der islamischen Schöpfung sind zum Essen gebeten. And, first of all, I will call on Johannes to talk about. Ein Blick hinter die Kulissen. Hier werden die Drähte gezogen für das, was getan wird und was zu tun ist. Johannes Neidhardt ist der Projektleiter der deutschen Welthungerhilfe in Gambia. We gave him another course of reconstruction for keeping the upland productive. Es geht, das liegt auf der Hand, um Reis und um Geld. Die Helfer kaufen den Frauen in den Dörfern einen Teil der Ernte ab, der im nächsten Jahr als Saatreis dienen soll. Vorratswirtschaft können viele sich noch nicht leisten. Den für die Aussaat bestimmten Reis bieten die Helfer dann wieder auf Kreditbasis zum Kauf an. Eine dörfliche Volkswirtschaft, gelenkt und subventioniert. Sie verändert das Leben der Frauen zum Besseren. Wann immer bei diesem Meeting der gambischen Mitarbeiter mit ihren deutschen Helfern von Dalassis die Rede ist, dann geht es ums Geld. Dalassis sind die Währung in Gambia. Johannes Neidhardt legt mit seiner Truppe den Einsatzplan fest für die nächste Woche. Die Zusammenarbeit klappt ausgezeichnet. Das hat seinen Grund sicher auch darin, dass die Hilfe flexibel gehandhabt wird. Das heißt, man setzt dort an, wo es Not tut. Frauen aus dem Dorf Tonyataba stehen Schlange an einer Hirsemühle.
Wenn Sie diese Körner auf die herkömmliche Weise zu Mehl zerstampfen wollen, müssen Sie viele Stunden Knochenarbeit verrichten. Eine motorgetriebene Mühle schafft das schneller und leichter. Ganz ohne Männer geht das freilich nicht. Wo immer technisches Wissen gefragt ist, sind sie am Drücker. Aber die Frau kämpft nicht in erster Linie um ihre gesellschaftliche Stellung. Hauptsache ist, aus Körnern wird Mehl. Und man schont seine Kräfte für andere Aufgaben. Wasser, ob für den Durst, ob für die Zubereitung des Essens, ob für die Bewässerung des Gartens, Wasser haben die Frauen herbeizuschaffen. Die Frauen in Kanton Kunda tragen das Wasser, das sie aus dem Brunnen holen, nicht nach Hause. Ihr Ziel ist ein Garten, der ihnen allen gehört, den Mitgliedern der Frauengruppe. Sie haben sich zusammengetan, um ihre Anstrengungen zu bündeln und um gemeinsam eine gute Ernte für den heimischen Kochtopf zu sichern. Gambia liegt am Rand der Sahelzone. Was die Frauen in ihrem Gemeindegarten anbauen, kann nur gedeihen, wenn sie Tag für Tag Wasser herbeischleppen und gießen. Denn auf die natürliche Bewässerung ist in dieser Gegend kein Verlass. Die Regenfälle nehmen von Jahr zu Jahr ab. Gewiss, der Gemeindegarten ist ein großer Fortschritt gegenüber dem kleinen Beet hinterm Haus. Doch er erfordert auch größere Anstrengungen. Die Frauen müssen das Wasser ein paar hundert Meter weit tragen. Vielleicht, so hoffen sie, wird ja das Entwicklungsprojekt auch hier noch Erleichterungen bringen. Etwa durch einen neuen Brunnen ganz in der Nähe. Die Frauen verrichten ihre Arbeit voller Zuversicht. Sie haben erkannt, dass sie auf dem richtigen Weg sind, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Das Ausmaß der Belastungen, die die Frauen auf sich nehmen, wird einmal mehr deutlich. Zur kräftezehrenden körperlichen Anstrengung kommt die Verantwortung für die Kinder. Sie haben gar keine andere Wahl, als die Kleinsten auf dem Rücken mit zur Arbeit zu nehmen. Wir haben nun schon die meisten der täglich wiederkehrenden Arbeiten gesehen, die die Frauen am Gambia-Fluss erledigen müssen. Auf dem Reisfeld, am Kochtopf, am Brunnen, im Gemüsegarten. Hinzu kommt die Beschaffung von Brennholz. Eine zeitraubende Tätigkeit, denn in der Nähe der Dörfer gibt es vielfach kein Holz mehr. Wenn man das alles zusammenzählt, kommen die Frauen gut und gerne auf 12 Arbeitsstunden am Tag. Man fragt sich natürlich, könnten die Frauen nicht wenigstens die Kinder bei den Männern im Dorf lassen? Streng genommen geht das natürlich nicht, wegen der bereits erwähnten Rollenzuweisung. Doch vereinzelt haben wir schon Väter gesehen, die ihre Kinder beaufsichtigen. Es ist offenbar einiges im Umbruch in den Dörfern am Gambia-Fluss. Die Mehrzahl der Mütter allerdings ist noch auf sich allein gestellt. Sie müssen vorerst weiter mit der Vielfachbelastung leben. Hier geht es wieder um Reis und Dalassis. Im Dorf Bati Hindar kaufen Projektmitarbeiterinnen den Frauen Saatreis ab. Wir erinnern uns, in der Einsatzbesprechung war von diesem Handel die Rede. Alles muss eine bürokratische Ordnung haben, jedenfalls im Rahmen des Möglichen. Die Reisernte war so ergiebig, dass die Frauen einen Teil fürs Erste entbehren können. Die Reisbäuerinnen von Bati Hindar werden vor der nächsten Aussaat den Reis zurückkaufen, den sie heute den Helferinnen übergeben.
Dieses Geschäft ist deshalb so wichtig für die Frauen, weil es ihnen hier und jetzt Bargeld einbringt, das sie dringend für Anschaffungen brauchen. Manche legen auch einige Dalassis auf die hohe Kante. Zum Hilfsprogramm gehört die Einführung in den Umgang mit Geld auf der Bank, den die Frauen früher nicht gelernt haben. Später in Jenoi, dem Stützpunkt der deutschen Welthungerhilfe im Projektgebiet. Ein Lastwagen bringt den aufgekauften Reis zum Lagerhaus. Solche Arbeiten werden von den Mitarbeitern der gambischen Partnerorganisation Kampagne gegen den Hunger übernommen. Rund 40 Einheimische stehen den drei deutschen Entwicklungshelfern zur Seite. Lagerhäuser spielen eine wichtige Rolle im tropischen Klima. In ihnen übersteht der Reis unbeschadet die Zeit, bis er gebraucht wird. Als Saatgut für den Verkauf oder für den Eigenverbrauch. Die Frauen können jederzeit Reis zurückkaufen, und zwar zu vernünftigen Preisen. Das macht sie unabhängig von Preisschwankungen und Wucherpreisen beim lokalen Handel. Wir haben sie bereits im Einsatz gesehen. Hier werden sie hergestellt, die Sicheln für die Reisernte. Auch Schlosserarbeiten wie Gewindeschneiden zählen zu den Fertigkeiten der Schmiede in den Dörfern des Entwicklungsprojekts. Wer etwas weiß, gibt seine Kenntnisse weiter an den Nachwuchs. Die Schmiede haben sich das, was jetzt dem Entwicklungsprojekt zugutekommt, in Ausbildungskursen angeeignet. Diesen Spaten, angefertigt in der Schmiede von Japeni, werden wir noch ein paar Mal begegnen. Auf dem Weg zu ihrem Einsatzort und bei der Verwendung auf einer Baustelle. Hier lehnen sie erstmal an Dreschmaschinen, wie wir sie schon in Betrieb gesehen haben. Der Dorfchief von Alkalikunda übernimmt Spaten für ein Bauprojekt in seinem Gebiet. Ohne den Ortsvorsteher läuft überhaupt nichts, das wissen die Entwicklungshelfer. Deshalb haben sie für die Übergabe der Spaten einen offiziellen Rahmen geschaffen, der den örtlichen Gepflogenheiten gerecht wird. Dazu gehören symbolische Gesten, genauso wie Reden, Gebete und improvisierte Gesangseinlagen. Am Ende wird das Bauvorhaben zur Angelegenheit des ganzen Dorfes erklärt werden. Vielleicht werden dann ja sogar die Männer. Nun, wir werden sehen. Die Dorfbewohner haben die Spaten in Besitz genommen. Nun kann man sie bereitlegen für den Beginn der Bauarbeiten. Wer an einer solchen Zeremonie teilnehmen will, muss viel Zeit mitbringen. Das ist überall so in Afrika. Wir zeigen nur einige Ausschnitte aus dem langen Palaver. Natürlich meldet sich auch ein Vertreter der Kampagne gegen den Hunger zu Wort. Noch ein gemeinsames Gebet. Dann sind die Voraussetzungen geschaffen für einen erfolgreichen Arbeitsbeginn. Um ihre Reisfelder zu erreichen, müssen manche Frauen stundenlang durch Sümpfe warten. Das ist ungesund und gefährlich. Ein solcher Knüppeldamm kann da Erleichterung schaffen. In Sitakoto,
werden wir Zeugen eines Arbeitseinsatzes im Uferbereich des Gambia-Flusses. Seit Jahren einer der Schwerpunkte des Hilfsprogramms. Wir sehen, die Männer sind diesmal mit von der Partie. Aus diesen Knüppeln werden sie ein Gerüst bauen, das dann mit Schlick und Lehm ausgefüllt wird. Der fertige Damm wird den Reisanbau erleichtern und er wird es den Frauen ermöglichen, trockenen Fußes zu ihren Feldern zu gelangen. Viele Kilometer solcher Mehrzweckwege sind in den letzten Jahren entstanden. Zusammen mit anderen Anlagen wie Schleusen, Wehren und Kanälen konnten dadurch über 6000 Hektar Land für den Reisanbau neu erschlossen werden. In der Anfangszeit bezahlte die Deutsche Welthungerhilfe die Bauern für ihren Arbeitseinsatz auf Tageslohnbasis. Man wunderte sich bald, dass die Arbeit nur sehr langsam voranging. Die Helfer fanden schließlich den Grund hierfür heraus. Die Bauern hatten die Parole ausgegeben, möglichst langsam arbeiten, dann haben wir über lange Zeit ein festes Einkommen. Die Umstellung auf leistungsbezogene Entlohnung beschleunigte dann das Arbeitstempo. Die Felder, die durch den neuen Damm gewonnen werden, sind ein Mosaikstein in einem umfassenden Entwicklungsprogramm. Wenn die gambischen Frauen ihren Weg unbeirrt weitergehen und wenn die Männer sie dabei so tatkräftig unterstützen wie die Bauern von Sitakoto, dann rückt das gesteckte Ziel näher und näher, die Selbstversorgung der Bevölkerung mit Reis. Symbolik im Tanz auf der Baustelle. Dass man dieses Ziel heute als erreichbar ansehen kann, verdankt man nicht nur der eigenen Anstrengung, sondern auch den Helfern, die den Schmieden beibrachten, wie man gute Spaten herstellt.